Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein etwas besonderes Video. Wir haben einen Gast dabei und stell dich uns doch einfach mal vor. Mein Name ist Robin, ich bin 18 Jahre alt und auf meinem YouTube-Kanal Robins Videos lade ich jeden Sonntag um 14 Uhr ein Video hoch. Unter anderem lade ich Vlogs und Backvideos und auch vieles mehr hoch, also schaut da, wenn ihr möchtet, gern mal vorbei. Jetzt ist die Frage, was wir im heutigen Video machen und ich würde sagen, das erklärt euch mal Samuel. Für dieses Video haben wir uns eine kleine Challenge überlegt. Jeder von uns muss einen Trailer drehen. Dieser Trailer kann jedes mögliche Genre haben. Das heißt, ich kann einen Abenteuer-Trailer drehen, einen Sci-Fi-Trailer oder einen Horror-Trailer oder was auch immer mir in den Sinn kommt. Doch bevor wir anfangen, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass wir auf Robins Kanal einen zweiten Teil zu diesem Video gedreht haben. Das heißt, schaut nach dem Video unbedingt bei Robin vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Aber was sind denn jetzt eigentlich die Regeln? Ja, die Regeln sind ganz einfach. Wir haben als allererstes 45 Minuten Zeit für das Ganze aufzunehmen und am Ende auch 45 Minuten Zeit, um das Ganze zu schneiden. Der Trailer soll am Ende eine Länge von mindestens einer Minute bis maximal 3 Minuten sein. Ansonsten gibt es keine weiteren Regeln. Wir können also machen, was wir möchten. Bist du denn jetzt bereit? Meinetwegen können wir anfangen. Meine Idee ist es jetzt als allererstes, dass wir hier in dem Wald meinen Trailer drehen. Also die Grundidee, die ich hatte, ist, dass ein Junge sich im Wald verirrt, aber die hatte ich jetzt schon wieder abgeändert. Wir hatten nämlich jetzt die Idee, wenn ich mir sage, ich habe auch einen Kumpel dabei, da wir alles machen dürfen, habe ich jetzt auch einen Kameramann sozusagen. Meine Idee ist es jetzt, dass ich gleich hier in dem Wald durchrenne oder einfach ganz entspannt durchgehe, dass ich so einen schönen Tag habe und dann auf einmal irgendwas höre. Und dem Geräusch laufe ich im Prinzip die ganze Zeit hinterher und das drehen wir immer an unterschiedlichen Stellen. Deswegen, da muss ich jetzt mal schauen, wie das wird. Wir haben 45 Minuten Zeit und ich würde sagen, in der nächsten Szene geht es dann los. Aber ich bereite mich jetzt erstmal noch ein bisschen vor. Also, als Idee für den Trailer habe ich mir gedacht, ich habe ein altes Plastik-Laserschwert von Star Wars. Man könnte da vielleicht mit ein paar Effekten ein cooles Lichtschwert draus machen. Ich glaube, beim Trailer setze ich eher auf was Kurzes, Knackiges. Das heißt, ich mache ein paar Action-Szenen, Füße, die rennen, irgendwelche Bewegungen in der Kamera und am Ende sieht man mich, wie ich halt das Lichtschwert reveale und man das Lichtschwert halt sieht und dann kommt mit Musik Ende und dann steht da, wann das rauskommt, wie das heißt und so. Also ich hoffe, ihr könnt mir gerade folgen. Wir haben nicht besonders viel Zeit und ich versuche jetzt alles zusammenzupacken und ab in den Wald zu gehen. Wir haben gerade wunderschönen Nebel und das wird die Aufnahmen definitiv aufwerten. Let's go! So, ich bin jetzt hier an dem Waldweg angekommen. Hier werde ich auf jeden Fall gleich mal irgendein Geräusch hören und hierher gehen. Also erstmal einen auf friedlich tun. Und dann werde ich da in den Wald reinlaufen, denn da ist es. Denn da geht's nämlich richtig rein und sogar richtig dunkel. Deswegen, ich glaube, das wird ganz cool. Und ich will jetzt nicht länger warten. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal den Timer. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Los geht's. So, wir haben die ersten 10 jetzt aufgenommen. Das war ja einmal hier in dem Baumstamm, das werdet ihr bestimmt gleich noch sehen. Da hinten und dann einmal hier vorne bei dem Eis. Das werdet ihr dann später noch sehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal weitermachen und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz zum Schluss nochmal. So, fast am Wald. Ich beeile mich. Ich habe noch etwas Besonderes gefunden, was das ganze Video bestimmt ein bisschen aufwerten wird. Und ich mich ein bisschen zum Affen machen werde. Werdet ihr jetzt gleich nochmal schön sehen. Aber ich würde sagen, das sieht nach einem guten Set aus. Also, wenn das mal kein gutes Outfit ist. Oh Mann. Junge, die ganzen Leute, die hier joggen gehen, denken sich auch nur, was ist das für ein bekloppter Typ? Okay, ich würde sagen, ich muss den Timer jetzt starten. Auf geht's. Fett ist sehr schön, 45 Minuten Zeit. Ich denke, wir kriegen was Gutes hin. Ich habe vor, ein paar Action-Szenen zu machen, in denen ich laufe.
Ich weiß nicht, wie ich damit eine Minute füllen soll, damit es spannend bleibt. Und am Ende halt den Reveal machen, dass man mich von hinten sieht mit der Kapuze an und ich das Lichtschwert zücke. So, ich gucke jetzt hier gleich mal nach einem schönen Spot, wo ich meine Füße beim Rennen filmen kann und das Stativ schon hinstellen kann, weil ich habe leider keinen zweiten Mann, der mir helfen kann. Das heißt, das Ganze wird eine One-Man-Production. Okay, ich habe jetzt als Perspektive die hier genommen, relativ nah am Boden, und ich werde jetzt von hier oben einmal hier durchspeeden und das dann als ersten Shot nehmen. Was ist das denn? Oh, ich glaube, ich werde es trotzdem so hinnehmen müssen. Das ganze Rumgerenne hält mich zum Glück etwas warm. Es ist wirklich super kalt, aber der Nebel passt einfach so gut zu dem Trailer, den ich drehen will. Ich habe schon richtig gute Szenen. Ich habe die Rennszene am Anfang. Ich habe eine B-Roll-Aufnahme. Ich glaube, da muss ich noch ein paar mehr machen. Und die Endszene aus mehreren Perspektiven. Ich glaube, das wird echt cool. Ich muss nur noch den passenden Song finden. Die Hälfte der Zeit ist jetzt ungefähr um. Ich habe noch ungefähr 20 Minuten. Ich würde sagen, ich habe die meisten Shots, die ich wollte. Ich muss unbedingt noch ein paar B-Roll-Shots einfangen, weil von denen brauche ich noch welche, bei der tollen Atmosphäre hier definitiv. Ich laufe hier wie ein Verrückter in einer braunen Robe durch den Wald. Ich weiß gar nicht, was sich die Anwohner denken sollen. Ich hoffe, im Video wird es cool rüberkommen. So, wir sind jetzt fertig mit den Aufnahmen. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool werden. Wir haben jetzt sogar noch 12 Minuten über an der Zeit. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zu Hause wieder beim Schnitt. So, manueller Fokus. Ja. Ich habe noch ungefähr 10 Minuten Zeit und es fängt an zu regnen. Ich habe einen Akku auf 5% in der Kamera. Ich habe alle Aufnahmen, die ich brauche. Das heißt, ich mache mich jetzt auf den Rückweg und ja, dann setze ich mich an den Schnitt und ich hoffe, dass die 45 Minuten reichen, um das Lichtschwert zu animieren und einen coolen Schnitt hinzukriegen. Oh, die Jacke ist ganz nass. Wir sehen uns drin wieder. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen und ich möchte jetzt auch direkt anfangen mit dem Schnitt. Wie gerade eben gesagt, die Aufnahmen, die sind richtig, richtig cool geworden. Ich habe auch schon die Musik rausgesucht und die wird so cool. Also ich denke, da kann ich was Gutes rausholen aus dem Trailer oder aus den ganzen Aufnahmen. Und ich würde sagen, ich beginne auch mal direkt mit dem Schneiden. So, die Dateien sind jetzt auf meinem PC und ich werde jetzt wieder einen Timer starten. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das in 45 Minuten gut hinkriege. Ich werde natürlich mein Bestes geben müssen. Timer läuft. Ich mache mich an die Musiksuche. Wünsche mir Glück. Cheers. So, ich habe einen Song, glaube ich. Und zwar ist der Song The March von David Gonzalez. Und ich denke, der wird es ganz gut tun. Ist nicht der perfekte Song. Ich habe aber nicht wirklich sehr viel Zeit. 35 Minuten über. Ich streng mich lieber mal ein bisschen an und drück auf die Tube. So, wie ihr sehen könnt, habe ich noch 13 Minuten Zeit. Ich spoilere euch noch nicht zu viel. Ich bin durch mit dem normalen Schnitt und ich kümmere mich jetzt um Keyframes und das Color Grading und exportiere das Ganze dann vielleicht mal in ein paar Soundeffekte rein, damit das Ganze cool wirkt. Ich hoffe wirklich, dass es so aussieht am Ende, wie ich es mir vorgestellt habe. So, ich sollte mich beeilen. 17 Sekunden haben wir noch, 13. Ja, ich drücke auf Rendern und damit bin ich ganz schön fein raus aus der Nummer und mein Video rendert. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme. Ich sollte jetzt fertig sein. Ich bin jetzt fertig. Wie sieht's bei dir aus? Ja, perfekt. Ich bin auch fertig. Und ich hatte ein paar Probleme im Schnitt, vor allem Zeitprobleme.
Das Tracken von dem Lichtschwert war echt zeitintensiv und dabei ist es nicht mehr perfekt geworden. Man sieht an einigen Stellen das Plastiklichtschwert unten durchgucken. Ich muss sagen, für die Zeit bin ich trotzdem relativ zufrieden. Und der Rest vom Trailer ist meiner Meinung nach sehr gut geworden. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Bei mir war es auf jeden Fall auch sehr gut. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Ergebnis und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich schaue mir jetzt mal dein Video an, denn ich bin echt gespannt. Ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen und schauen einfach mal rein, wie das Video so ist. Richtig cool. Finde ich richtig cool. Vor allem, wie der da so hergerannt ist. Und es ist auf jeden Fall Spannung rübergekommen. Was ich jetzt vielleicht noch ein bisschen hätte machen können, wovor der jetzt, sag ich mal, Angst hat. So zeigen können. Kann sein, dass es gezeigt wurde, aber ich habe es jetzt nicht so gesehen. Aber die Aufnahmen finde ich richtig cool. Aber der hat auch das Zeug dafür. Ich habe nur diese eine Kamera und mehr kann ich jetzt auch nicht daran machen. Aber an sich gefällt es mir richtig, richtig gut. Also, ich bin echt überrascht. Vielen Dank, das freut mich. Ich bin sehr gespannt darauf, was du gemacht hast und schaue mir das Ganze jetzt einmal an. Ich öffne das Ganze mal und los geht's. Wow, also super Arbeit geleistet. Du hast richtig cool auf die Musik geschnitten. Die Soundeffekte waren super cool, haben richtig gut dazu gepasst. Das Lachen am Ende war sehr schön. Im ersten Shot, ich weiß nicht, wer es bemerkt hat, schaut mal hier. Da steht einfach ein Stativ rum mit einer Kamera drauf. Hier. Fällt nicht so gut auf, weil es getarnt ist von den Farben her. Gutes Color Grading. Aber ich habe es entdeckt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es auch gesehen habt. Ich finde, die Musik passt sehr gut dazu. Und ja, man versteht die Story gut. Du bist ziemlich glücklich unterwegs und dann auf einmal hörst du irgendwas, rennst in den Wald und verirrst dich im Wald und am Ende hast du dann ein Problem rauszukommen. Kann mal passieren, ne? Ein paar lustige Szenen sind drin, finde ich sehr gut. Ja, es gefällt mir super gut. Du hast echt gute Arbeit geleistet. Vielen Dank für dein Feedback, hat mich sehr gefreut. Jetzt seid ihr Zuschauer gefragt. Welchen Trailer fandet ihr jetzt am schönsten oder am besten oder am spannendsten?
Schreibt das unbedingt in die Kommentare. Dann gucken wir mal, wer von uns beiden gewonnen hat. Und mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Vielleicht kommt ja sowas mal öfter. Ja, da würde ich mich definitiv sehr freuen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Robin ist, wie gesagt, der erste Link unten in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Da gibt es sozusagen nochmal dasselbe Video, nur mit einem anderen Thema. Also abchecken lohnt sich. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, wenn ihr diese Sachen nicht verpassen wollt und ihr mehr von so coolem Content sehen wollt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.